Vizepräsidenten Oleg Matizin und das IOC-Oberhaupt Thomas Bach. Dazu blicken wir auf die Universitäts-Hockey League in Schweden. Durchleuchten das duale System der Uni Östersund und besuchen Fei Wang, unser Fisu-Hero aus China. Wir beginnen die heutige Campus-Ausgabe mit der 34. FISU-Generalversammlung, welche stattfand im Amphimax der Universität von Lausanne. 128 Länder wählten in der Schweiz die neue Exekutive und fanden im Russen Oleg Matizin einen neuen Präsidenten. Der ehemalige Vize schlug dabei den bis dahin amtierenden Claude-Louis Gallien. Der Franzose seit 2011 an der Spitze kam nur auf 23 Stimmen, Matizin dagegen auf 102. Der 51-jährige Russe, in den letzten Jahren schon Lenker der Geschicke der russischen Universiade-Delegation. Welche Philosophie erwartet uns jetzt hinter dem neuen Mann? Die Philosophie der FISU ist, Sportveranstaltungen mit dem Ziel zu kreieren, die besten Bedingungen für Einigkeit unter den Studenten zu schaffen und sie zu erziehen, zu beweisen, dass wir alles für ihre Zukunft tun. Nach dem Motto, die Stars von heute sind die Leader von morgen. Der Moskowiter Matizin hat einen akademischen Hintergrund in Sportphilologie und Verwaltung mit einem PhD in pädagogischer Wissenschaft. Als Vizepräsident des Organisationskomitees der Winteruniversiade 2019 in Krasnojarsk will er sich einsetzen für bessere Chancen im Leben. Doch welcher Mensch steckt hinter der Person Oleg Matizin? Professionalität, Vergnügen und eine Zukunftsvision. Ich liebe das Leben. Und das hier ist für mich ein Vergnügen. Wir sollten täglich an unsere Kinder und unsere Zukunft denken. Der Präsident des russischen Sportverbandes sieht seine Hauptaufgabe darin, die kontinentalen und nationalen Verbände noch gesammelter in eine engere Kooperation mit der FISU zu bringen. Dazu soll sich die FISU in der globalen Welt verändern. The world is changing so fast and unfortunately not so easy to... Die Welt ändert sich so wahnsinnig schnell, das lässt sich gar nicht so leicht planen. Und keiner weiß, was morgen passiert. Aber als internationale Organisation brauchen wir unbedingt aus den Ländern und Kontinenten gute Informationen. Wir sind nur ein Verband. Wir kreieren eine Vision, eine Strategie. Aber dank der Mitgliedstaaten und nationalen Universitätsverbände setzen wir die Programme um. Der neue FISU-Präsident will die Beziehung mit den internationalen Verbänden und Organisationen wie der UNESCO weiter vertiefen. Wichtige Themen bleiben die Stellung der Frau im Sport, Nachhaltigkeit, Bildung der Jugend wie auch das Welfare-Programm. Im Welfare-Programm muss noch vieles getan werden, vor allem bezüglich des Doping-Problems. Wir müssen der jungen Generation zeigen, wie sie handeln und sich vor Doping schützen können. Gemeinsam mit und durch die Universitäten und kontinentalen Verbände werden wir direkt auf dem nationalen Level aktiv werden. Immer mehr Universitäten sollen sich dann im Laufe der Zeit daran beteiligen. On the national level. Each university, more and more universities should be involved in our activity. Proaktiv will Oleg Matizin sein im Umgang mit der jungen Generation.
mehr Entwicklungsraum geben in der Zukunft, sodass die Studenten den dualen Weg gut bestehen können. Wir müssen sehr offen sein, zu ihnen gehören und zeigen, dass wir für sie organisieren, alles für sie tun, die besten Bedingungen schaffen, damit sie sich durch den Sport verwirklichen können. Sport ist einzigartig in der Hinsicht, ein Beispiel fürs Leben. Abgesehen von Sport und Erziehung will der Präsident die Studenten aber auch einen. Die FISU sieht sich als Bindeglied dieser Einheit für eine bessere Zukunft. Die FISU hat ihr Hauptquartier in der olympischen Hauptstadt in Lausanne. Dort wartete IOC-Präsident Thomas Bach am Eröffnungstag der Generalversammlung mit einer Willkommensrede auf. Als zweifacher Universiade-Teilnehmer ist er selbst als ehemaliger Student und Fechtchampion das beste Beispiel des dualen Systems. Das IOC hat die olympischen Werte von Höchstleistung, Freundschaft und Respekt. Die werden von der FISU geteilt, plus eines weiteren, der uns beiden sehr wichtig ist: die Erziehung. Wir geben diese Werte in der Erziehung weiter und betonen, dass Sport Teil einer wirklich umfassenden Erziehung ist und sein muss. Auch deshalb freuen wir uns sehr über die enge Zusammenarbeit mit der FISU. Die FISU wurde vor 50 Jahren vom IOC anerkannt. Seither hat sich die Beziehung stetig vertieft. Dazu gehört die Unterstützung der FISU der IOC-Agenda 2020. Für Bach keine Frage, dass diese Partnerschaft gefördert werden muss. Wir unterstützen einige Projekte der FISU in Sachen Entwicklung und Erziehung. Und wir sind bei Universiaden und Olympischen Spielen immer in Kontakt. Das bedeutet ein technisch höheres Niveau. Und ich denke, in der Erziehung können wir noch weitaus besser werden. Die Vereinten Nationen haben nun die Ziele der nachhaltigen Entwicklung übernommen und klar gesagt, dass Sport zur Verwirklichung dieser Ziele enorm wichtig ist, besonders was die Erziehung betrifft. Die Lektionen zu lernen, Entscheidungen zu treffen, in einer sich verändernden Welt. Das vereint IOC und FISU, auch wenn noch viele Fragen offen stehen. Und gleich noch die Uni-Eishockey-Liga in Schweden. Im letzten Teil dann ein Report aus Östersund und FISU-Hero Fei Wang, Torwartlegende aus China. The International University Sports Federation brings together millions of students worldwide around the same values, excellence in mind and body. Thousands of students, hundreds of universities participate in FISU events, the rendezvous for the best student athletes. Today's stars, tomorrow's leaders. Februar 2015, das russische Team unter den Argusaugen der Schweden holt den Titel im Eishockey bei der 27. Winteruniversiade in Granada. Die Schweden in Spanien erst zum zweiten Mal vertreten, nach Trentino 2013 und zuvor 45 Jahren Abstinenz. Das schwedische Universiade-Comeback hat einen Startpunkt, die Stockholm Royal University of Technology, und einen im ganz Besonderen. Joachim Ronnebeck-Thomsen. Der Student für Maschinenbau und Management hat 2012 alles verändert, als er die UHL gründete, die erste Universitätshockeyliga des Landes.
Es sind lange Nächte und harte Arbeit als Volontär in der Liga. Aber es macht so viel Spaß. Man bekommt so viel zurück, wenn man aufs Eis geht und die Leute jubeln und den Universitätsnamen schreien hört. Hier in Stockholm und in Lund haben wir so 400, 500 Zuschauer bei jedem Spiel. Das ist toll. Es gibt hier ein Rieseninteresse am Universitätssport. In Lund we have a crowd up against 400 to 500 people coming to every game, so that's pretty amazing, and we see a great interest in college sport here. Er kam hierher und schon im ersten Jahr hat er ein Team in der Schule gegründet. Gleichzeitig mit den Unis die Spiele gestartet. Das ist großartig. Er hat so viel getan und das, obwohl er im A-Team ist. Da kann man sich vorstellen, wie viel Zeit er reingesteckt hat, um alles aufzubauen. Er aber hat die Energie dafür. Und wir sind so glad, dass er all diese Energie hat, um es zu machen. Das ist alles Freiwilligenarbeit. Natürlich richtet jede Universität ihre Heimspiele aus. Ich schreibe den Plan. Wir verkaufen Tickets für das Spiel, versuchen an Eiszeit zu kommen, um zu trainieren und so. Und hoffentlich wird es die UHL mal als Institution mit Löhnen geben. Dann können wir sie weiterentwickeln und versuchen, mit den besten Nationen des Sports mitzuhalten. Das ist das Ziel. Dank der UHL kann Schweden die besten Spieler auswählen für internationale Turniere und gegen die besten Nationen antreten, wie Kanada, die USA oder Russland. Die Zukunft aber liegt in der Unterstützung des Nationalen Eishockeyverbandes. Wir sind vom schwedischen Eishockeyverband noch nicht anerkannt. Das müssen wir ändern. Denn um die Liga verbessern zu können, brauchen wir sie an Bord. In diesem Jahr haben wir 5 Universitäten an Bord. Letztes Jahr waren es nur 4. Wir versuchen, die Liga ständig weiterzuentwickeln. Das Unisystem in Schweden ist frei. Erstes Problem darin, die Reisekostenübernahme in der UHL. Die Kalmars-Universität in Göteborg rechnet im Schnitt mit 4 Stunden Autoreise pro Spiel. Stockholm gar mit 6. Nach Umeå in Lappland dauert es noch länger. Im Zug sind es 20 Stunden, im Flugzeug 4 oder 5. Aber das können wir uns nicht leisten. Hoffentlich können wir uns anderswo in Schweden treffen. Aber das muss dann im Frühling sein und wir müssen das gut planen. Im Moment haben wir nicht das Geld für die Reise nach Umeå. Was sehr schade ist. Ich kenne ein paar Typen dort. Die haben ein richtig gutes Team. Wir hoffen, dass wir es schaffen und die Liga in ganz Schweden zu einer großen Sache machen können. In der UHL zahlen die Spieler nahezu alles aus eigener Tasche. Ausrüstung, Reisen, Schiedsrichter, Leihgebühren für Trainings- oder Wettkampfflächen. Für manche Unis wird es da finanziell eng. Hier in Göteborg ist es schwer, ein Stadion zu finden. Wir arbeiten sehr hart und haben für die UHL auch Zeit auf dem Eis bekommen. Letztes Jahr mussten wir nach der Saison im Frühling auf dem Eis spielen. So voll waren die Stadien bis dahin. Es war kaum möglich. Auch wenn die Kalmars-Universität den FITI-Titel holte, sind sich die Studenten selbst überlassen. Sogar die medizinische Betreuung muss der Spieler selbst übernehmen. Es ist schon schwer. Dieses Jahr bin ich verletzt, Glück für die anderen, Pech für mich. Oft wird ein Spieler zum Spielercoach. Dieses Jahr bin ich ja verletzt, also sprang ich ein und übernahm diesen Posten. Schwierigkeiten, die in der UHL niemanden aufhalten, denn man ist sich einig, Eishockey hat einen positiven Einfluss auch auf das Studium. Ich finde, es ist gut, neben dem Studium noch etwas anderes zu haben, mit dem man sich beschäftigt. Wenn ich trainiere, bin ich dann auch länger konzentriert, in der Klasse und außerhalb. Auch wenn man 8 Stunden pro Tag in der Schule ist, sogar während der Examen, man geht aufs Eis und kann alles vergessen. Man hat dann 2 oder 3 Stunden, in denen man daran überhaupt nicht mehr denken muss. Das ist gut zum Entspannen und auch gut fürs Gehirn. Dazu besteht die Möglichkeit, sich fürs Nationalteam zu empfehlen und den Kreis sportlich wie sozial zu schließen.
Beide Seiten haben was davon. Wir haben Spieler auf verschiedenen Niveaus, die beim Eishockey, am Sport teilnehmen. Es ist auch sozial gut. Sie treffen sich, haben Spaß und können Schweden in der Universiade vertreten. Schon zu Beginn seines Abenteuers war Joachim Ronnebeck-Thomsen klar, dem Kapitän der Schweden, dass sich die Liga finanziell selbst tragen muss, wenn sie überleben möchte. Stetig wachsen und eines Tages den Top-Universitätsnationen gegenüberstehen. Wir wurden vom schwedischen Eishockeyverband noch nicht anerkannt und bekommen daher auch kein Geld von ihnen. Aber diese Anerkennung ist hoffentlich eines Tages möglich. Dann werden wir unterstützt und haben Sponsoren für die Teilnahme an der Universiade. And by that we also get founded by them to participate. Das gilt wohl noch nicht für 2017 in Kasachstan, aber vielleicht klappt das ja schon 2019. University in Kazakhstan, but hopefully in 2019 we can manage. Trotzdem werden die schwedischen Eishockeyspieler auch 2017 in Almaty wieder mitmischen auf dem Eis. Gleich noch bei Campussport. Wie regelt man ein akademisches Studium und körperliche Höchstleistung? Die Lösung gibt's in Schweden, Östersund. Dazu die chinesische Torhüterin Fei Wang, unser Physio-Hero. International University Sports Federation brings together millions of students worldwide around the same values, excellence in mind and body. Thousands of students, hundreds of universities participate in FISU events, the rendezvous for the best student athletes. Today's stars, tomorrow's leaders. Tief im Zentrum Schwedens finden wir eine der erfolgreichsten Universitäten in der Welt des Sports. Östersund, 80 Kilometer entfernt von den Bergen, dem Skigebiet von Åre und damit der großen internationalen Alpinskibühne. Zudem liegt Östersund im Herzen verschneiter Landschaften und gefrorener Seen, Aussaugungsort unzähliger Biathlon- und Langlaufwettkämpfe. Die ansässige Universität sucht entsprechend den Erfolg in der Spitze für die eigenen Studenten. Da darf auch mal das Studium hinten angestellt werden. Anders als in den meisten Unis rund um den Globus hat man sich in Östersund der Philosophie verschrieben, den Ansprüchen des Spitzensports zu entsprechen und trotzdem voll im Studium zu bleiben. Die Mid-Sweden-Universität hat viel mit Sportlern gearbeitet, mit Weltklasse-Sportlern. Wir verbinden schon seit Jahren das Studium mit dem Sport. Ein gutes Beispiel ist Anna Ottesson, die bei den Olympischen Spielen in Turin 2006 Bronze gewann und im selben Jahr hier ihren Abschluss in Wirtschaft gemacht hat. Studenten aus Östersund finden nicht selten ihren Platz auf weltmeisterlichen und olympischen Podesten, auch dank des flexiblen Lehrplans. Sie sollen lesen, wollen das ja auch und studieren. Und wir haben eine flexible Lösung für jeden Studenten und Sportler parat. Wenn sie tagelang unterwegs sind und dann wiederkommen, werden sie gefördert mit extra Unterricht. Und falls sie ein Examen ablegen sollen, können sie das auch von Ruhpolding aus oder sonst wo machen. Man kann seine Lehrbahn anpassen, wie man will. Im Moment bin ich hundertprozentig in der Schule, weiß aber nicht, wie lange noch. Ich will dieses Jahr etwa 75% studieren, nächstes Jahr in etwa auch und dann sehen, wie es läuft. Man kann seinen Lehrplan also aufbauen, wie man will. Björn Sandström ist eine der großen Langlaufhoffnungen, klopft schon seit geraumer Zeit an die Türe des nationalen Kaders. Er ist einer von 40 Top-Level-Athleten und nimmt dafür einiges in Kauf. Einige verstehen, was wir tun, andere nicht. Sie wissen nicht, dass ich, wenn ich zum Unterricht gehe, schon 4 Stunden Training hinter mir habe bei einer Klasse, die um 10 beginnt. But it's
Weiß nicht, man kann mich für verrückt erklären, aber ich mag das. Ich verausgabe mich gerne. Um im Sport auf höchstem Niveau Erfolg zu haben, gönnte sich die Universität ein Wintersportzentrum mit modernsten Laboren zur Analyse und Weiterentwicklung der Performance. Davon profitieren nicht nur die Athleten, sondern auch die Nationalmannschaft, die sich hier zweimal im Jahr austesten lässt. Wir haben ein theoretisches und ein praktisches Ergebnis und sehen, was man verbessern kann. Wenn ein Sportler getestet wird, eine Woche vor dessen Einsatz, bekommt der Trainer direktes Feedback und sieht, okay, der Sportler ist in Form oder ob richtig trainiert wurde vor der Saison. Auch ein Übertrainieren kann man so vermeiden und das Training vor dem Saisonstart entsprechend anpassen. Östersund hat sogar eine hypoxische Kammer, um die Höhe wie auch die zu erwartenden Temperaturen zu simulieren. Mit diesem System kann sich jeder unmittelbar an die jeweiligen Gegebenheiten anpassen und seine eigene Leistung abgestimmt verbessern. Der Campus ist leicht da draußen. Man kann vom Unterricht direkt zum Training ins Stadion und dann hierher auf 5000 oder auf 2000 Meter Höhe kommen, minus 15 Grad und weiter trainieren. Dazu haben die Studenten in Östersund ein einzigartiges Trainingstool, den Austragungsort für Weltcups im Biathlon und Langlauf. Das Stadion ist nicht mal einen Kilometer vom Campus entfernt. Athleten, die das Privileg haben, hier zu trainieren, sind weit mehr als normale Studenten. Da ich mich voll aufs Skifahren und gesund bleiben konzentriere, kann ich am Leben anderer Studenten nicht teilhaben. Partys und so. Für mich ist es ideal, zu Hause zu studieren. Dann treffe ich nicht so viele Leute und die Ansteckungsgefahr ist geringer. Na, es sind lange Tage. Erst morgens 2-3 Stunden Training, dann Essen, Unterricht und danach noch mehr Training. And then more training. Auch das Coaching wird sehr flexibel gestaltet, denn Nationalmannschaftsstudenten sind gleichzeitig Vorbilder für ihre Kameraden und Kommilitonen. Ich finde es gut, dass man hier sieht, dass auch Topathleten nebenbei studieren können. Denn Sportlerkarrieren dauern nicht ewig. Man sieht ja das Ende. Es gibt welche, die über 40 sind, aber normalerweise beginnt man dann ein anderes Leben und es ist gut, noch etwas anderes zu haben. Die Biathlon-Weltcup-Saison beginnt in Östersund mit einem Heimspiel also für Studenten an der hiesigen Universität. Hallo, ich bin Fei Wang, Torhüterin von Lyon und Chinas Nationalmannschaft. Unser Fiese Hue gewann mit China die Goldmedaille bei der Universiade 2011 in Shenzhen. Grund genug, der 25-Jährigen nach Lyon zu folgen. Hallo, willkommen bei mir zu Hause. Nach einer Saison in Potsdam, einem der größten Vereine in Deutschland, wechselte Fei Wang letztes Jahr im September nach Lyon und spielt nun für eines der besten europäischen Teams, Olympique Lyonnais. Unser Physio Hero deckt damit eine Besonderheit ab. Sie ist die erste Chinesin, die in Europa spielt. Ist das für Sie eine besondere Drucksituation? Ich empfinde es nicht als Druck, sondern als gut. Wenn einer es schafft, können andere das auch. Und Chinas Fußball wird besser. Geboren in Dalian im Nordosten Chinas, hat Fei Wang eine weitere Besonderheit. Mit 1,79 ist sie ziemlich groß, stand kurz vor einer Modelkarriere, entschied sich dann aber für den Fußball. Auch deshalb will sie jetzt schnellstmöglich Englisch lernen. Ich werde zur Universität gehen und Englisch lernen. Ich will mein Englisch verbessern. Das ist gut für meine Zukunft. Ich habe in China den Spielern gesagt, wenn ihr in Europa spielen wollt, müsst ihr als erstes Englisch lernen. Das ist sehr wichtig. Let's go to the training. Okay, let's go.
In Lyon suchte Faye die große Herausforderung in einem Team voller internationaler Stars aus Schweden, Norwegen, Deutschland, Japan und jetzt auch aus China. Ich habe 2003 mit Fußball in der Schule begonnen. Erst wollte ich nicht ins Tor, ich wollte Stürmerin sein. Aber mein Coach sah, dass ich groß werden würde und eine bessere Torhüterin. Und damals, naja, es wollte eben niemand vom Team ins Tor gehen. Es gab keine Torhüterin, also habe ich dieses Amt übernommen. Fei Wangs Stern begann 2011 zu leuchten mit der Teilnahme an der Universiade in Shenzhen. Für die damalige Sportstudentin änderte sich von da an alles. 2011 war ein wichtiger Moment für mich. Fußball hat mein Leben verändert. Fei Wang wurde dann zu Chinas Heldin im Halbfinale gegen Brasilien. Ihr gelangen zwei Paraden im Elfmeterschießen. Oh, ich war so gut bei den Elfern. Damals war ich an der Universität und nicht sicher, ob ich eine gute Spielerin werden würde. Doch dieses Spiel hat mein Leben komplett verändert. Im Finale dann gegen Japan siegte China nach Verlängerung mit 2:1 und holte damit die Goldmedaille in Shenzhen 2011 nach 18 Jahren währender Wartezeit. Ach, das war ein tolles Finale. Aber ich war nach dem Spiel enorm unter Druck. Ich wollte bloß nicht schon wieder Penalties. Dann haben wir doch noch in der Nachspielzeit gewonnen. Im vergangenen Sommer war Fei Wang bei den Weltmeisterschaften in Kanada dann schon die Nummer 1 ihres Landes. Die Chinesinnen spielten dort ein starkes Turnier. Am Ende mussten sich die Steel Roses im Viertelfinale aber den späteren Weltmeisterinnen aus den USA geschlagen geben. Nach unserem Ausscheiden fuhr ich nach Hause, sah dort das Finale USA gegen Japan. Die Amerikanerinnen gewannen. Ich saß zu Hause und weinte. Ich dachte, ich mache unbedingt noch 4 Jahre weiter. Ich will nochmal zur WM. Dazu ist es gut, in Lyon zu spielen für Fei, denn die nächsten Weltmeisterschaften finden in Frankreich statt. Das Finale in Lyon. Ich hoffe, wir sehen uns 2019 bei der WM in Lyon. Okay, bye. Bye-bye. Today's stars, tomorrow's leaders.